Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute, ja, mit einem Thema, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und zwar die neue Sache, die wir in Pokémon Schild und Schwert bekommen werden. Sind es die Rüstungsentwicklungen? Sind es neue Mega-Entwicklungen? Neue Formen? Oder gar irgendwas komplett Neues? Nein, 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 nein. Z-Move 2.0! Klasse! Ne, jetzt mal for real, Leute. Also, wir haben eine neue Thematik bekommen, die nennt sich Dynamax. Und das Dynamax kann man vergleichen wie die Z-Moves. Das Dynamax ist ein neuer Modus, der bei einem Pokémon aktiviert werden kann. Das Pokémon bekommt nicht nur höhere HP, sondern bekommt halt auch bei allen Angriffen einen Boost, beziehungsweise einen Zusatzeffekt. Sommertaken, den Zusatzeffekt, dass sie halt noch zusätzlich zum Schaden den Angriff oder die Verteidigung senken. Zum Beispiel. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt unbedingt so ist, aber so kann man das einordnen. So steht es zum Beispiel auf der offiziellen Pokémon-Seite. Andere Moves sollen auch mehr Schaden drücken, aber da ist halt auch noch nicht so viel zu bekannt. Daher bin ich auch noch ganz ruhig, sag ich mal. Schon ein bisschen kritisch, aber eher noch ruhig. Ich finde das Ganze sehr interessant, dass man sozusagen das aktiviert und dann hat man halt ein Pokémon, was sehr, sehr viel besser ist als vorher. Und das 3 Runden lang. Nach den 3 Runden ist der Dynamax-Modus wieder weg und das Pokémon ist wieder kleiner. Und es ist auch nicht so, dass du überall Dynamaxen kannst. Nein, das ist nicht möglich. Es ist erstmal nur möglich in diesen wunderbaren Raid-Battles, die wir haben, oder halt in Arenen. Das Ding, was ich mir aber stelle, beziehungsweise die Frage, die ich mir stelle, warum haben wir das bekommen? It's no hate, ne? Aber die Pokémon Company versucht uns ungefähr seit Generation 6 jedes Jahr irgendwas Neues aufzudrängen. In Generation 6 hatten wir die Mega-Entwicklung. War cool, war nett, will ich gar nichts zu sagen. Die Mega-Entwicklung hat aus Pokémon, wie zum Beispiel Tauboss und Beboar, Pokémon gemacht, die man wieder im Meta spielen kann. Oder habt ihr jemals mit einem Beboar oder Tauboss im Meta gespielt? Ich glaube eher weniger. Da sind die Mega-Entwicklungen schon eine geile Neuerung gewesen. Auch wenn wir ein paar Mega-Entwicklungen gehabt hatten, wie zum Beispiel Mewtwo oder Knagrak, die jetzt nicht so gut waren oder beziehungsweise die keine Mega-Entwicklung hätten gebrauchen können, war es eine tolle Thematik. Dann hatten wir in Generation 7 die Z-Moves. Z-Moves war eine Sache, wo ich sage, oh, wow. That escalated quickly. Mit dem Z-Move hast du eigentlich so gut wie jeden Kampf einfach gewonnen. Der Gegner hat das beste Pokémon von sich reingesetzt, sei es der Rivale oder Arenaleiter, du drückst den Z-Move und da wird aus dem Angriff, wie zum Beispiel aus dem Power Punch, der eine Runde normalerweise laden muss, einfach ein 200er Move, der das Pokémon so wegslappt. Das ist schon ziemlich OP gewesen und hat auch in Wi-Fi-Battles, ja, ich sag mal, sehr unexpected. Du kannst halt kaum was machen. Du weißt nicht, ob jedes Pokémon einen Z-Move hat oder nicht. Also, ich will mich nicht darüber beschweren, aber es war sehr unbalanced, sag ich mal. Die Z-Moves waren sehr, sehr, sehr krass. Und Pokémon wie zum Beispiel Magiona haben sehr, sehr profitiert davon. Ne? Nur mal so eine Sache. Aber es war okay. Da geht meine Stimme schon weg. Und nun haben wir Dynamax. Dynamax verstärkt das Pokémon für 3 Runden. Und ja, HP werden geboostet, Angriffe werden verstärkt. Puh. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Die Thematik, dass jedes Pokémon ein Gomera wird und sozusagen riesig ist. Joa, ist ganz nett. Aber warum? Warum brauche ich das Ganze? Jetzt mal for real, Leute. Warum muss ich einen Arena-Kampf haben mit riesigen Pokémon? Warum? Ich verstehe das Ganze nicht. Kann sein, dass es was mit der Story zu tun hat, aber ich blicke es gerade nicht und daher bin ich auch gerade nicht so der riesige Fan davon. Könnt ihr gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben, aber wenn wir Z-Moves haben, warum brauchen wir jetzt Dynamax, was das Ganze mal 3 ist? Weil in Z-Moves hast du es ähnlich. Du hast ja einen Angriff, der auch zusätzlich Statuswerte oder ähnliches, ne, aktivieren kann. Sei es jetzt zum Beispiel irgendwie Z-Platscher. Kriegst du +3 Angriff. Und so wird es bei den Dynamax-Sachen genauso sein. Bloß, dass es für 3 Runden ist. Also ich weiß nicht, was sie sich da eingebrockt haben. Aber wenn das Wi-Fi-Battles genauso funktioniert, wie halt jetzt bei Raid-Battles und Arena-Kämpfen, ich glaube, da haben sie so einiges im Meta zerstört. Weil das Dynamax wird, glaube ich, sehr, sehr unbalanced sein. Und wird, ich sag mal, ja, doch sehr, sehr schwer zu handeln sein. Stellt euch mal vor, ihr könnt Dynamax in 7-Move klicken und eine Mega-Entwicklung machen. Das ist sehr viel. Und ich brauche das Ganze nicht. Andere Neuerungen, die wir heute gesehen haben, wie gesagt, waren super, super schön. Wie zum Beispiel das Rotom-Handy. Falls ihr nicht gesehen habt, das wurde nur auf Pokémon.com angekündigt. Ist sehr, sehr geil. Ermöglicht einem halt übers Wasser zu fahren zum Beispiel. Oder halt schneller mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Das sind Sachen, wo ich sage, ey, das ist eine coole Neuerung. Finde ich nice. Und jetzt hat man halt ein Rotom-Smartphone und kein Rotom-Dex. Ja, ist ganz nett.
Vor allem auch diese Neuerung, sag ich mal, dass man halt jetzt zum Beispiel auch keinen Surfer braucht, dass man halt mit dem Rotom über das Wasser surfen kann. Finde ich ganz nice. Aber wie gesagt, das Dynamaxen, das ist so eine Sache, wo ich sage, okay. Wer hat sich da hingesetzt und dachte, yo, keiner mag Z-Moves. Die Leute mögen bestimmt Dynamax viel lieber. Was sonst noch gezeigt wurde mit der Naturzone, finde ich, wie gesagt, wunderbar. Auch, dass man nur in der Naturzone, wie es aussieht, diese Dynamax-Sachen machen kann, finde ich erstmal ganz okay. Das ist halt nicht zu krass. Ist auch die Raid-Battles, finde ich, ganz nett. Ich weiß zwar auch noch nicht ganz, warum das Ganze da ist, weil warum sollte ich gegen einen Snibuna im Raid-Kampf kämpfen, wenn ich auch einen Sneeble oder einen Snibuna so fangen könnte. Aber kann auch sein, dass es noch irgendwelche Besonderheiten hat, dass man nur Legis so bekommen kann, dass man dafür seine Freunde braucht, ähnlich wie bei Pokémon Go. Finde ich daher auch erstmal, lass ich erstmal so stehen, sage ich. Lass ich erstmal so stehen. Vielleicht haben die auch besondere Items oder sonst irgendetwas. Ja, die Sachen, die sonst noch angekündigt wurden, wie gesagt, Naturzone, ändert sich halt bei jeder Wettereigenschaft, finde ich auch ganz nice. Die Pokémon passen sich an und daher auch eine Neuerung, die ich sehr, sehr feier. Trainer, die gekommen sind, dann haben wir den Rivalen gesehen, den guten Hopp, sein Bruder, den Champ. Dann haben wir halt noch die Professoren gesehen und alles, was dazugehört. Fand ich bis dahin alles cool, alles entspannt. Also da kann ich absolut nicht meckern. Das Spiel haut mich bisher schon ziemlich vom Hocker. Aber dieses Dynamax, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Das ist wirklich so eine Sache, wo ich sage, no, brauche ich nicht, möchte ich nicht. Aber vielleicht bekommen wir in den nächsten paar Trailern oder sonst was noch ein paar Informationen dazu. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ich bin raus, verabschiede mich. Euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao.